Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute lernt ihr, wie ihr gegen den isolierten Bauern gewinnt, nachdem wir letztes Mal gesehen haben, wie wir mit dem isolierten Bauern gewinnen. Ich werde euch einfache Regeln mitgeben, werde euch zeigen, worauf ihr achten müsst, was ihr anstreben müsst und werde euch auch eine Beispielpartie zeigen. Doch bevor es losgeht, wenn euch der Kanal gefällt, lasst ein Abo da, klickt die Glocke da unten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und jetzt los geht's. Am Anfang hier mal eine kleine Umfrage an euch. Bitte lasst mal einen Kommentar da, welches Brettdesign ihr am besten findet. Hier haben wir dieses gemaserte Holzbrett. Wir haben hier noch andere Bretter. Das normale Holzbrett, das Standard Lead Chess Design. Wir haben hier dieses dunkelblaue, was ich noch ganz gut finde. Und auch dieses hellblaue. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr hier am besten findet. Mir gefällt hier dieses gemaserte Holzbrett ganz gut. Deswegen werde ich hiermit dieses Video machen. Lasst einen Kommentar da. Eine kleine Wiederholung zu dem isolierten Bauern. Ihr seht hier, der Schwarze hat den isolierten Bauern. Worum geht es? Der isolierte Bauer an sich ist erstmal schwach. Denn er hat keine Bauern neben sich in der C- und der E-Linie, die ihn decken könnten. Und damit neigt er natürlich zur Schwäche und kann vielleicht mal verloren gehen. Eine weitere Schwäche ist das Feld davor. Das ist ein gutes Feld für uns, um diesen Bauern zu blockieren. Denn auf diesem Feld zum Beispiel ein Springer kann nicht von einem Bauern angegriffen werden, da ja auf der C- und der E-Linie kein Bauer mehr ist. Und deswegen ist auch ein Teil dieser Strategie gegen diesen Bauern hier, diesen Bauern zu blockieren, am besten mit einem Springer. Die Schwäche dieses Bauern ist eine statische Schwäche. Das heißt, sie wird, wenn hier nichts Großes passiert, einfach dauerhaft bleiben. Denn der Bauer kann nicht einfach in eine andere Linie springen oder diese Bauern springen in eine andere Linie. Und deswegen spricht man hier von einer statischen, langfristigen Schwäche. Was bietet der Bauer allerdings für Vorteile der Isolani? Also Isolani steht kurz für isolierter Damenbauer hier. Isolani kann man eben auch als Kurzform sagen. Er bietet aktive Möglichkeiten. Ich habe hier offene Diagonalen für meine Läufer. Ich habe hier offene Linien für meine Türme. Ich habe auch eine offene dritte Reihe für meine Türme. Wenn ich dann zum Beispiel hier Läufer und Dame postiere auf dieser Diagonalen und hier noch meine Türme hinbringe, dann seht ihr schon, alle Figuren richten sich hier gegen den König. Hier postiert man typischerweise noch einen Springer auf diesem Vorpostenfeld, der hier mit gegen den König wirkt. Das heißt, der Vorteil des Isolani ist das aktive Figurenspiel. Und das ist ein dynamischer Vorteil. Warum dynamisch? Weil sobald die Figuren weg sind, was ja durchaus passieren kann beim Abtausch, ist dieser Vorteil weg. Das heißt, dynamischer Vorteil ist immer ein Vorteil, der durchaus kurzfristig sein kann, weil er sich schnell verändern kann. Und daraus abgeleitet haben wir letztes Mal gesehen, das Spiel mit dem Isolani. Da versuche ich, Figuren auf dem Brett zu halten, aktiv zu spielen, gucken, dass ich den Bauern vielleicht mal vorstoßen kann und vor allem spiele ich auch auf den Königsangriff mit meinen Figuren, die ich nicht abtausche. Aber heute lernen wir ja, wie man gegen den Isolani gewinnt und daraus folgend wollen wir jetzt natürlich genau das Gegenteil machen. Wir wollen Figuren abtauschen. Und zwar am besten Leichtfiguren. Gerne auch Schwerfiguren, aber vor allem die Leichtfiguren wollen wir abtauschen. Denn umso weniger Figuren da sind, umso weniger Gefahr ist für uns für einen Königsangriff und desto weniger kommen diese dynamischen Vorteile des Figurenspiels zum Tragen. Und desto mehr kommt diese statische Schwäche des Bauern zum Tragen. Das heißt, der erste Teil unserer Strategie besteht darin, Leichtfiguren zu tauschen. Der zweite Teil unserer Strategie, wir haben ja letztes Mal gesehen, dass dieser Bauer durchaus neigt vorzugehen, besteht darin, diesen Bauern zu blockieren. Mit einem Springer optimalerweise. Also jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, erste Figuren tauschen, dann blockieren, sondern dieses Blockieren gehört immer mit dazu zum Plan, denn sonst geht er einfach im geeigneten Moment vor und löst sich auf. Eine weitere Idee, ich habe ja vorhin gesagt, Bauern können nicht springen. Aber sagen wir mal, hier steht unser Springer, hier steht der gegnerische und wir tauschen den. Dann springt dieser Bauer natürlich schon hier rüber.
Und jetzt haben wir eine andere Bauernstruktur. Das sind die hängenden Bauern in der offenen C&D-Linie bei uns. Das ist ein eigenes Kapitel, darüber werde ich auch nochmal ein Video machen. Die können aber letzten Endes auch zur Schwäche neigen, insbesondere wenn sie nicht nebeneinander stehen. Wenn sie nebeneinander stehen, dann haben sie hier viele Felder im Griff und können im Notfall, wenn sie angegriffen werden, vorziehen und sich gegenseitig decken. In dieser Stellung haben sie aber wenig Felder im Griff, nämlich eigentlich nur die beiden. Und dafür haben sie hier auch Felderschwächen, diese schwarzen Felder. Und jetzt haben wir auch so diesen rückständigen Bauern, gegen den wir spielen können. Und das ist letzten Endes auch ein Plan, der durchaus möglich ist, umwandeln in eine Stellung gegen hängende Bauern. Darüber soll es aber heute nicht gehen. Wir schauen uns nochmal den isolierten Bauern an. Also, unser Plan lautet, Figuren abtauschen, möglichst alle Leichtfiguren, zusehen, dass dieser D5 immer blockiert ist. Und dann wollen wir ein gutes Endspiel erreichen. Was ist da ein gutes Endspiel? Wir schauen uns als erstes mal das Bauernendspiel. Was ist ein gutes Endspiel? Wir schauen uns als erstes mal das Bauernendspiel an. Sagen wir schaffen es, alle Figuren zu tauschen und kommen ins Bauernendspiel. Jetzt haben wir hier noch die Könige auf dem Brett. Und die Frage ist jetzt, ist das gewonnen oder nicht? Und ich sage es euch gleich, es ist nicht gewonnen für Weiß. Denn Schwarz kann hier genug Verteidigungsressourcen aufbauen und ich habe das Problem als Weißer, ich habe einfach nicht genug Feuerkraft gegen diesen Bauern. Ich habe zwar einen König, der angreift, aber der gegnerische König deckt den auch und das reicht. Es gibt zwei Dinge, auf die Schwarz jetzt hier aufpassen muss. Zum einen darf er nicht ein Tempoduell am Ende verlieren, dass er am Ende nicht mehr hier hin kann. Denn was Schwarz jetzt eigentlich schaffen muss, er muss es schaffen, hier hin und her zu pendeln zwischen entweder den beiden Feldern oder den beiden Feldern und muss zusehen, dass auch mein König hier nicht reinkommt. Und zwei Szenarien, die er vermeiden muss, sind folgende. Diese Stellung, Schwarz am Zug und jetzt hat er ein Problem. Jetzt kann er diese beiden Felder nicht mehr betreten und dieser Bauer hängt. Er hat auch sonst keinen Zug. Das heißt, er muss weg mit seinem König und dann nehme ich den einfach und gewinne das hier. Ja, wenn der König jetzt nach hier geht, Opposition. Haben wir zwar verloren, weil Schwarz gerade da reingegangen ist und wir am Zug sind, aber wir haben ein Reservetempo. Der König geht entweder nach hier, dann gehen wir nach hier. Oder der König geht nach hier und wir gehen nach hier und wir gehen hier einfach rein und holen seine Bauern ab und gewinnen das Ganze. Also das ist ein Szenario, was er vermeiden muss. Das andere Szenario, was er vermeiden muss, ist dieses hier. Jetzt kann Schwarz zwar auf diese beiden Felder, aber ich komme jetzt hier nach vorne rein, auf das entsprechend andere Feld. Gehe hier wieder an die Bauern ran und gewinne das und so natürlich entsprechend auf der anderen Seite. Und das muss Schwarz vermeiden und daraus folgt für ihn eigentlich schon der Remis-Plan. Er möchte pendeln und sagen wir, er sucht sich jetzt diese beiden Felder aus. Dann muss er zwei Sachen tun. Er muss verhindern, dass der weiße König da reinkommt und er muss verhindern, dass der König auf E6 hier angegriffen wird von einem Bauern auf F5, damit der da auch wirklich immer hin und her pendeln kann. Und um das zu tun, spielt er F5, weil wenn da selbst ein Bauer steht, dann taucht da kein gegnerischer auf und er spielt noch B6 und dann hat er beide Sachen verhindert. Also, wir spielen F5, weil es spielt zum Beispiel jetzt hier H3, um mal G4 zu spielen und den F5 anzugreifen und wir spielen B6. Und damit haben wir schon unsere Aufstellung erreicht. Was wir jetzt machen, wir können jetzt hier immer hin und her pendeln zwischen C6 und E6. Und Weiß kann weder hier rein, noch verlieren wir irgendwie die Möglichkeit des Pendelns. Wenn Weiß den angreift, kann man sich hier sogar durchaus auch überlegen, den zu nehmen, weil wir hier einen entfernten H-Bauern bekommen. Aber wir können uns auch durchaus überlegen, hier den zu decken. Und dann werden wir einfach, wenn Weiß jetzt nur noch hier irgendwie rumzieht, wir gehen jetzt nur noch, Weiß macht von mir aus irgendwas, wir gehen hier einfach nur noch hin und her. Also wie gesagt, in dieser Stellung kann man sich durchaus auch überlegen, hier zu nehmen und sich einen entfernten Freibauern zu machen. Es geht jetzt nur um die generelle Idee des Aufbaus, des Setups. Man kann es auch auf der anderen Seite probieren, dass man stattdessen B5 spielt und F6. Dass man hier sozusagen jetzt hier zwischen den beiden Feldern pendelt, ist leicht riskanter, weil Weiß hier so ein bisschen Möglichkeiten hat, bei diesen 3 gegen 3
hier drüben was aufzureißen. Mit irgendwelchen Opfern, dass der König dann am Ende da reinkommt. Ist aber trotzdem Remis, wenn das richtig gespielt wird. Also, erstes Fazit, das Bauernendspiel allein reicht im Normalfall nicht, weil wir nicht genug Feuerkraft haben. Wir brauchen Feuerkraft gegen den D5. Und das Problem jetzt zum Beispiel bei Leichtfiguren-Endspiel ist, dass wenn wir jetzt hier Figuren dazusetzen, dass wir zwar diesen Bauern angreifen können, aber diese Figuren diesen Bauern auch decken können. Und das reicht auch nicht als Feuerkraft. Selbst wenn wir jetzt hier einen Springer behalten, was macht dieser Springer? Der blockiert ihn zwar, aber der Springer alleine kann diesen Bauern nicht angreifen. Deswegen sind Leichtfiguren-Endspiele auch nicht unbedingt erstrebenswert, weil die oft auch einfach Remis sind, weil wir nicht genug Möglichkeiten haben, den D5 zu gewinnen. Wir müssen stattdessen was anderes machen. Unser Ziel sollte es sein, diesen D5 nochmal anzugreifen. Und wie können wir das tun? Mit diesem Hebel E4. Ist natürlich erstmal Quatsch, weil der den einfach schlagen kann. Aber anders sieht es aus, wenn wir Türme auf dem Brett haben. Wir haben hier Türme auf dem Brett und haben den Bauern jetzt auch blockiert. Er ist zweimal angegriffen, der D5, von unseren beiden Türmen und zweimal gedeckt durch die gegnerischen Türme. Und in so einer Stellung haben wir jetzt aber die Möglichkeit, eine Reserve ranzuholen mit unserem Bauern. E4 und jetzt ist der D5 nämlich gefesselt. Schwarz kann hier nicht schlagen, weil er seinen Turm verliert. Und wir können jetzt hier E4 spielen und gewinnen jetzt diesen Bauern. Natürlich muss man das dann immer noch gewinnen, diese Stellung, aber ihr seht die Grundidee. Wir gewinnen diesen Bauern. Also Torpenendspiel ist letzten Endes ideal, was wir erreichen können. Das Endspiel Dame und Turm ist ebenfalls gut, denn auch hier können wir die gleichen Mechanismen anwenden. Wir sind hier wieder doppelt auf dem D5 drauf, haben diese Fesselung und können irgendwann E4 spielen. Wichtig ist, gleich E4 ist hier nicht gut, denn ich habe diesen Bauern noch nicht blockiert. Und jetzt folgt hier einfach D4. Der Bauer ist vom Turm gedeckt und die Dame kann den gleich auch noch decken. Und das ist jetzt ein gedeckter Freibauer und ich kann den nicht mehr mit meinem Bauern angreifen, denn der ist ja gerade schon vorbeigezogen. Und das ist jetzt maximal Remis. Im Gegenteil, ich muss irgendwann mal aufpassen, dass dieser Bauer nicht gefährlich wird. Deswegen Grundregel, diesen Bauern erstmal blockieren. Dame D4. Wenn Schwarz sich jetzt ein Luftloch macht, kann ich jetzt wieder E4 spielen, um diesen Bauern gleich zu gewinnen. Schwarz kann den nicht nehmen, weil sein Turm weg ist. Deswegen geht er vielleicht in seinem König ran und jetzt ist der Bauer einfach weg. Das heißt, das Endspiel mit Dame und Turm ist ebenfalls gut für Weiß und kann man hier gut auf Gewinn spielen, da man diese Idee hat, die Fesselung auszunutzen. Das Endspiel nur mit Damen. Das sieht schon wieder anders aus. Schwarz hier am Zug, der macht sich erstmal ein Luftloch. Und jetzt haben wir als Weißer ein Problem, denn wir haben hier keine Festung in der D-Linie. Wir sind zwar einmal jetzt auf diesem Bauern D5 drauf, aber Schwarz deckt den auch einmal und ich kann auch keine Verstärkung ranholen. Mein König kann ich hier nicht ranholen, denn das ist zu gefährlich mit dieser Dame, die hier einfach Schachs geben kann. Und auch sonst habe ich hier keine weiteren Ideen. E4 kann ich nie spielen. Den nimmt Schwarz einfach weg und der ist einfach kostenlos weg. Und hier kann ich den Ruck nicht weiter verstärken. Ich muss ja sogar aufpassen, wenn man jetzt denkt, zum Beispiel, ich nehme den A7, dann mache ich jetzt hier diese Diagonale gleich auf, denn ich habe die Blockade aufgegeben. D4 Schach. Der König geht vielleicht weg nach G1 und jetzt folgt schon D3 und dieser Bauer ist jetzt ein sehr starker Freibauer, der die Partie entscheiden wird. Der rennt jetzt durch zusammen mit diesem Damenschach hier unten. Wird Weiß den nicht mehr aufhalten. Also da muss man sogar ein bisschen aufpassen. Das heißt, das Damenendspiel alleine reicht nicht. Mein Ziel muss es sein, einen Turm mindestens auf dem Brett zu halten. Dann gerne mit der Dame oder eben auch nicht. Nur die Türme, das reicht auch, damit ich diese Fesselung ausnutzen kann. Wir wollen mal ein praktisches Beispiel sehen. Und zwar aus einem WM-Kampf eine tolle, lehrreiche Musterpartie. Kortschnoi gegen Karpow, WM 1981. Karpow zeigt mit Schwarz, wie man gegen den isolierten Bauern gewinnt. Schauen wir uns das an.
C4, E6, Springer C3, D5, D4. Über Umwege kommen wir jetzt hier ins Damengambit. Läufer E7, Springer F3, Springer F6. Theoriestellung aus dem Damengambit, hier alles ganz normal. H6, Läufer H4, Rochade, Turm C1. Jetzt nimmt man hier ein bisschen ungewöhnlich, denn es ist mal so ein kleiner Tempokampf. Weiß wird gleich E3 spielen und diesen Bauern zurückgewinnen. Und dementsprechend will das Schwarz nicht unbedingt immer. Aber man kann es machen. Jetzt folgt hier C5. Weiß holt sich den Bauern wieder. Schwarz schlägt hier. Und jetzt, eben typisch für das Damengambit, haben wir letztes Mal schon in den Videos gesehen, jetzt nimmt man hier mit dem Bauern und hat eben den isolierten Bauern. Jetzt folgt hier Springer C6, Rochade. Und das ist jetzt hier eine wichtige Stellung. In den letzten Partien, wo einige schief gingen und immer D5 schnell ging, hat Schwarz jetzt hier oft sowas wie B6 und Läufer B7 gespielt. Und das ist schon gefährlich. Dann kann ja zum Beispiel schnell Turm E1 und D5 folgen. Haben wir letztes Mal gesehen, wie schnell das geht und wie schnell das verheerend ist für Schwarz. Capo findet jetzt hier einen besseren Plan. Denkt dran, wir wollen den Bauern blockieren auf D5, aber wir wollen vor allem Leichtfiguren tauschen. Und der spielt jetzt Springer H5. Und der folgt diesem Plan Leichtfiguren tauschen, denn dieser Läufer, der wird jetzt auf jeden Fall getauscht. Entweder tauscht er hier selber oder er geht nach G3, dann kann ich den mit meinem Springer abtauschen. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn jetzt der Läufer hier auf E7 schlägt, so wie es in der Partie kommt, schlägt jetzt der Springer wieder. Und ich habe jetzt schon einen weiteren Blockadefigur mehr auf D5. Der andere Springer wird gleich wieder zurückgehen und dann habe ich hier alle meine Springer auf D5 drauf und den erstmal zuverlässig blockiert. Kleiner Nachteil ist gerade natürlich, dass der Springer am Rand steht, aber der kommt gleich wieder zurück. Läufer B3, Springer F6. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Figuren auf D5 drauf, sehr zuverlässig blockiert. Springer E5, typisches Manöver des Weißen und Schwarz entwickelt sich jetzt weiter. Läufer D7, Dame E2, Turm C8, alles erstmal normale Entwicklungszüge. Und ja, jetzt spielt Korchnoi Springer E4 und damit geht er so langsam in die falsche Richtung, denn wir hatten ja letztes Mal gesehen, die Idee des Weißen ist es, Figuren auf dem Brett zu lassen und Schwarz möchte ja gerne die Figuren tauschen. Und das kommt ihm hier natürlich entgegen. Deswegen hätte man hier sicherlich auch andere Züge finden können. Karpov nimmt das gerne an und tauscht die Figur und spielt jetzt Läufer C6 hinterher. Interessanter Zug. Es folgt Springer C6, Turm schlägt C6 und jetzt folgt er in der Partie nicht Turm schlägt C6. Wenn das gefolgt wäre, könnt ihr ja mal kurz schauen, was sollte Schwarz jetzt ziehen. Überlegt einen kleinen Moment. Ich verrat's euch hier. B schlägt C6 wäre jetzt hier der starke Zug gewesen. Warum? Das natürliche Springer C6 geht zwar auf diesen D4 drauf, aber gibt das Blockadefeld hier frei. Und jetzt kann ich vor, D5. Schwarz muss tauschen und ich schlage hier mit dem Läufer. Und jetzt habe ich meinen isolierten Bauer als Weißer aufgelöst, habe jetzt hier einen super aktiven Läufer und stehe sicherlich leicht besser. Ist natürlich relativ ausgeglichen, aber mit diesem Läufer in der offenen Stellung habe ich sicherlich einen kleinen Vorteil. Auch wenn nicht viel los ist. Zumindest muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Dieser Zug wäre deutlich stärker gewesen. Denn jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Figuren wieder, die Richtung D5 schauen. Ich habe jetzt zwar auch einen isolierten Bauer, aber alle meine Figuren können den decken. Also ich kann den dreimal decken, während Weiß seine Schwäche nur mit seinen Schwerfiguren, also nur zweimal decken kann. Ein weiterer Vorteil für mich, ich kann dieses Blockadefeld besetzen. Mit meiner Leichtfigur weiß kann das nicht. Und das sind einige kleine Vorteile, die sich da aufreihen, so dass Schwarz hier auf jeden Fall besser steht und Weiß hier wenig Gewinnaussichten hat. Deswegen spielt Korchnoi hier Turm C3 und bereitet die Verdopplung vor und auch mal Ausflüge in diese Richtung. Und der Plan des Schwarzen ist jetzt voll auf diesen D4 zu gehen. Das heißt, sich in der D-Linie zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Es folgt erstmal damit D6. G3, mal ein Luftloch, Turm D8, verdoppelt schon, droht schon Dame schlägt D4, Turm D1 und jetzt folgt wieder ein sehr, sehr starker Zug von Karpov. Wir haben ja gesehen, wir wollten gern eigentlich auch unsere Türme auf dem Brett halten und
Capo findet jetzt den sehr, sehr starken Zug Turm B6, geht dem Tausch aus dem Weg und bereitet vor allem Turm B4 vor, um hier nochmal auf den D4 zu gehen, von der Seite. Ein ganz starker Zug, die C-Linie, da passiert sowieso nichts, die können wir auch locker aufgeben. Sehr, sehr stark gespielt von Karpov. Es folgt Dame E1 und jetzt nutzen wir den Moment, gehen zurück mit unserer Dame, Turm D3 und Turm D6. Unser Plan ist erstmal abgeschlossen, unser Zwischenplan voll auf diesen D4 zu gehen. Weiß muss den decken. Wie geht's weiter? Ja, wir können gerne in dieses Turm-Endspiel gehen und deswegen tauscht jetzt hier Karpov die Damen ab oder bietet zumindest den Tausch an. Das ist aber schon ein Problem, denn wenn der hier kommt, kann ich den mit dem Springer nehmen. Jetzt hängt der D4 dreimal und wenn jetzt D5 folgt, kann ich einfach Springer B4 spielen, greife den Turm an und schlage danach auf D5. Das heißt, ich gewinne hier einen Bauern. Das heißt, es ist auch noch taktisch gerechtfertigt, diese Aktion. Weiß kann ja gar nicht die Damen tauschen und spielt Dame F4. Jetzt besetzt Karpov hier das Blockadefeld und weiß eben, wenn der hier getauscht wird, dann entsteht ein Endspiel, was man sehr gut als Schwarzer gewinnen kann, weil man hier diese Möglichkeit des Bauernhebels hat. Es folgt Dame D2, Dame B6 und jetzt kommt eben genau dieser Moment, wo Kortschnei es trotzdem tut und hier zu schlagen und das ist sicherlich auch eine Ungenauigkeit. Hier hätte man irgendwie versuchen können, auch anders zu spielen. Es ist verständlich, weil dieser Blockadespringer natürlich ein Monster ist und sehr, sehr stark ist und dieser Läufer hier eher schlecht ist. Trotzdem führt das jetzt eben ein sehr unangenehmes Endspiel. Und wir schauen uns mal an, wie Karpov das meisterlich verwertet. Turm B3, die Dame geht erstmal nach C6, Dame C3 und ich gehe dem Damentausch hier aus dem Weg, da das sonst seine Bauernstellung wieder repariert hätte und bin jetzt hier wieder schon verdreifacht auf dem D4 drauf. F4, warum? Jetzt ist der Moment, jetzt droht schon langsam E5. Karpov spielt jetzt F4. Wenn ich jetzt hier auf D4 schlage, hängt am Ende auch der B7. Deswegen erstmal kurz B6. Keine Eile. Jetzt hängt der D4 wirklich. Deswegen muss jetzt Kortschnoi Turm B4 spielen, um den von der Seite zu decken. Und jetzt folgt ein sehr, sehr starker Zug B5. Droht jetzt A5 und dieser Turm auf B4 steht hier sehr komisch. Und jetzt muss Weiß hier irgendwas tun und spielt A4, um Platz zu schaffen für seinen Turm. Schwarz schlägt hier. Und jetzt kommt Dame A3, um diesen Bauern zurückzuholen und mal ein bisschen Platz für den Turm zu schaffen. Aber Karpov spielt das jetzt wieder sehr, sehr stark. A5. Jetzt kann zwar der Turm auf A4 schlagen, aber es folgt Dame B5. Und schaut euch jetzt mal diese weißen Figuren an. Gerade dieser Turm auf A4, die Dame auf A3. Der Turm, der geht noch halbwegs, aber diese Figuren sind hier wirklich traurig. Und die schwarzen Figuren, alle sehr, sehr aktiv. Gerade diese Dame auch hier. Und weiterhin das Spiel gegen diesen isolierten Bauern. Also das ist eine Traumstellung für Schwarz. Wie geht's weiter? Turm D2. Und jetzt spielt das Karpov weiter sehr, sehr stark. Auch wenn jetzt Weiß alles tut, um E5 zu verhindern. Es geht hier taktisch trotzdem. E5. F schlägt E5. Turm schlägt E5. Ist immer noch die Fesselung. Sollte Weiß jetzt hier nehmen, dann ist Turm D2 schon absolut vernichtend. Es droht alles Mögliche. Es drohen hier Schachs auf den Diagonalen mit Mattbildern. Es droht Turm D1 Schach mit Dame F1 Matt. Also die Figur, Weiß hat hier keinen Verteidiger. Schwarz hat zwei Angriffsfiguren, schwacher König. Da ist nichts mehr zu machen. Deswegen hat Kortschnoi das jetzt auch nicht gespielt. Er versucht noch seine Dame ranzuholen. Jetzt spielt das Karpov weiter sehr, sehr stark in dieser Phase. Dame E8 droht Turm E1 Schach. Und da es kaum richtig zu verhindern ist, nimmt Weiß jetzt hier doch. Es folgt Turm D2 und Turm A5. Weiß hat jetzt auch eine kleine Drohung. Turm A8. Aber es folgt einfach Dame C6 und jetzt geht es hier in dieser Diagonalen und in diese Richtung. Hier ist nichts mehr zu machen. Die Partie dauert auch nicht mehr lang. Turm A8 Schach. König A7. Dame B1 Schach. G6. Weiß hat keinen Schach mehr. Es droht Matt auf G2. Deswegen folgt Dame F1. Und jetzt ist es aber forciert gewonnen. Das sieht Karpov natürlich auch. Dame C5 Schach. König H1. Dame D5 Schach. Und jetzt hängt sowohl der Turm
als auch nach, dass noch König G1, Turm D1 möglich ist. Und hier hat Weiß aufgegeben. Also eine tolle Partie, in der Karpow im Prinzip alle Regeln, die ich hier vorgestellt habe, ausgenutzt hat. Er hat die Leichtfiguren getauscht. Er hat den Bauern D5 souverän blockiert und hat darauf geachtet, dass der auch immer gut blockiert ist. Und er ist ein gutes Endspiel gegangen in ein Schwerfiguren-Endspiel und hat das dann am Ende mit E5 ausgenutzt. Auch wenn E5 in dem Moment kein Bauern gewonnen hat, hat es aber die gegnerische Königsstellung aufgerissen und am Ende hat er das wirklich auf beeindruckende Art und Weise gewonnen. Also, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr gegen den isolierten Bauern gewinnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, klickt die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Schachpanda.